und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So, wir wollen nochmal den Kampf probieren. Den Boxkampf, den wir ja bis jetzt noch nicht geschafft haben. Und wir werden dann noch versuchen, die Sniper zu gewinnen. Wir sind ja jetzt ein bisschen stärker geworden. Wir haben zwar nichts in Boxkampf gelernt. Vielleicht sollte ich mir die Gorilla-Arme kaufen. Lol, was ist denn jetzt los? Fahr doch mal vernünftig. Und was hängt denn da so runter? Ein Geschütz? Oh, aber vielleicht sollten wir mal verkaufen. Der kann einfach da durchgehen. Ich will doch nur verkaufen. So. Gut, habe ich noch mehr zu verkaufen. Ich meine, Schaden tust du nicht. Eigentlich sogar ganz praktisch. Oh, da ist sogar noch ein Geschütz. Ich dachte zwar, ich hätte dich kaputt gemacht, aber da lag ich wohl falsch. Vor allem muss ich die Beweise sichern. So, darf ich jetzt verkaufen? Was ist mit dem los? Ich glaube, ich darf jetzt verkaufen. Die Matratze lebt. Ne, das ist die, die ich ausgerüstet habe. Gib mir Geld, ich brauch Geld. So, Junk verkaufen. Nahkampfwaffen, so jetzt die Kleidung. Bei den Schuhen muss ich aufpassen. Weil irgendwann kommen ja die Schuhe, die so gut sind. Ach, hier oben sind sie. Muss ich gar nicht aufpassen. So, haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Go, go, go. Muss doch hier runter irgendwie. Ey, wo muss ich denn da hin? Wer will, dass ich hier lang gehe? Hä, ist das vielleicht doch ein anderer? Der ist hier drunter. Johnny, hast du was zu sagen? Ich habe eh keinen Grund zu leben.
Ich komme hier nicht hoch. Ich kann nicht springen. Schade. Also muss ich doch nicht hier hin. Sondern muss doch hier runter. So, probieren wir mal. 12.000 waren das. Nein, ich will den Einsatz. Kann's kaum erwarten. Gefällt dir das? Lässt du dir gern den Arsch versohlen? Der hat mich gewone-shottet. Komm wieder, wenn du eine Revanche willst. Gibst einen tollen Sand. Beim letzten Mal hat er mich nicht mal gewone-shottet. Ist er stärker geworden? Probieren wir nochmal. Nein, ich will... Also ich habe den eben mal gekrittet. Ich versuch's einfach immer so zu machen. Ich Ausdauer regeneriere. Wusste ich's doch. Du bist ein echter Waschlappen. Mein Dings hat aber ausgelöst. Ach, das ist mal... Ich hab einen Stromschocker, wenn er mich angreift. Nein. Das ist bei mir nur auf Mitte, aber der macht mich fertig. Los, regeneriere Ausdauer, ich muss mehr kritten. Das war ein schöner Crit. Ich habe keine Ausdauer mehr. Also, ich habe zwar, es sah zwar nicht so aus, aber ich habe anscheinend Schaden bekommen. Wieso? Du bist ein echter Waschlappen. Also ich meine, wenn mein Ding sich aktiviert, kriegt er extrem viel Schaden. Aber wieso macht er mich so kaputt? Nein. Okay, der schlägt durch meine Verteidigung so heftig.
Mondface doch. Du bist ein echter Waschlappen. Komm wieder, wenn du eine Revanche willst. Was ist, gibst wenn ich den tollen Sandsack? Vielleicht später. Ich kann meine Waffen nicht ziehen. Jetzt kann ich meine Waffe ziehen. Was ist, wenn ich den einfach wegschlitze? Ja, der one-shottet mich halt. Ich lade jetzt nicht, ne, weil verloren ist verloren. Aber der macht mich einfach platt. Zwei Schlägen macht er mich platt. Ich muss da rein. Mein Kunde braucht Hilfe bei irgendeiner internen Konzernstreitigkeit. Er will belastende Infos über seinen Erzrivalen, einen Typen namens Matthias Stove. Was meinst du? Infos im Anhang. Kann ich töten? Das ist halt die Frage, ob ich töten darf oder nicht. Meine Fresse. An dem vor... Okay, er hat mich doch gesehen. Okay. Ich wollte sneaky reingehen. Aber ich gehe auch gern brutal rein. Also ich meine, ich muss nicht jeden töten. Ich hätte nur bis hierhin schaffen müssen. Die Tür ist zugegangen. Ist das dein Ernst? Okay. Dann muss ich wohl alle töten. Oh Scheiße, da ist irgendwas explodiert. So, vielleicht komme ich da sneaky irgendwie rein. Okay, da käme ich rein. Ha, ich bin drin. Sehr gut. Ich meine, die sind zwar jetzt in Alarmbereitschaft, aber sie haben mich noch nicht entdeckt.
Ja, das Verdächtige wird aufgefordert, rauszukommen. Komm raus! So, dann sichern wir mal die Daten. Wir müssen ja nicht das ganze Gebäude jetzt durchfluten. Da müssen wir nämlich alle töten wahrscheinlich. Ist da jemand? Nein. Ich kann da nicht drüber springen. Aber ich komme hier vielleicht drüber. Sehr gut. Super Arbeit, B. Stoff ist erledigt und er weiß es noch nicht mal. Dankeschön. Bitte. Auftrag abgeschlossen. Die kommen angeflogen. Was machen die denn hier? Polizei. Car Crash. Sie direkt so aggressiv werden, wenn man sich denen nur nähert. Seite. Aber da müssen wir nicht hin. Das ist ein Bremsweg. Jo, ich habe Arbeit für dich. Konzerne nennen es Liquidierung menschlicher Posten. Was im Prinzip heißt, jemand muss sterben. Die Bezahlung ist gut, aber das hat seinen Grund. Das Ziel ist ein Animal. Die Infos findest du anbei. Also töten? Finde ich gut. Wie sieht der aus? Ich töte einfach alle. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Überhaupt keine Wachen hier. Irgendwo wird sich schon einer rumkriechen. Es muss doch irgendwo einen Eingang geben. Stopp, du Wurm. Gratis kommst du hier nicht rein. Oh, man kann sogar bezahlen. Was ist das hier? Du kannst dich verpissen, wenn du das nicht weißt. Geh mir aus dem Weg. Was? Was glaubst du, wer du bist? Du kommst hier nicht rein. Ich glaub gar nichts, ich weiß es. Zur Seite, und zwar Dali. Okay. Ist ja gut. Bin wohl heftig. Sieht gar nicht so aus. Guter Junge. Hey, was willst du? Das ist ein Boxclub, oder? Nein, ein Zahnarzt. Wenn du nicht auf die Börse stehst, hau ab. Bin zum Kämpfen hier. Du? Interessant. Wieso interessant? Frag mich, ob ich dich danach wiederkenne. Na gut, ich habe keine Gorilla-Arme, ne? Ich muss ja nur wen killen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ich mit dem Boxkampf mache und dann einfach aus Versehen meine Mantis klauen ausfahren. Jo, wer bist du? Jetzt, nee, der war das nicht. Der hatte Anzug an, den ich suche. Und? Wer ist der Nächste? Na los! Privatbesitz. Nur überlegene Wesen erlaubt. Okay, das heißt, ich muss einen Kampf machen, dann komme ich da hoch. Probieren ich bin für einen Kampf hier. Ach ja? Hab dich hier noch nie gesehen. Frisch Fleisch? Könnte man sagen. Dann sei vorsichtig. Fremde sieht man hier nicht gern.
Ein falscher Blick und du kriegst mit gebrochenen Beinen durch die Gosse. Aber wenn du mich besiegst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Dann kannst du die Ausrüstung benutzen, den Trainer treffen und so weiter. Oh, danke. Das ist nett. Wird ja gern geschehen, sagen. Aber du musst mich erst besiegen. Und ich habe noch nie einen Kampf verloren. Oh Mann. Wie soll ich das denn schaffen, wenn ich nicht mal diesen einen Lauch da kaputt schlagen kann? Sag mal, wem gehört der Club? Logan Garcia war mal der beste Boxer in Night City. Vielleicht sogar in den ganzen Staaten. Übertreibst du nicht ein bisschen? Dann schau dir mal einen seiner Kämpfe an. Schmeißen wir keine Eddies in den Topf? Nein, sobald Cash im Spiel ist, geht der Sportgeist flöten. Ich bin nur zum Kämpfen hier, sonst nichts. Oh, komm, du hast noch nie verloren? Ich sage, es gibt immer ein erstes Mal. Ich enttäusche dich ja nur ungern. Komm schon! Oh Mann, ich werde so abkacken bei den Ding. Oh, wenn ich so kämpfen darf, wäre das ja easy. Hast du gute Tech verbaut? Sensorenfilter? Rotoren? Powerkern? Das findest du gleich raus. Hast recht. Also dann, wollen wir? Packen wir es an. Viel Glück, was du brauchst. Alte Taktik. Immer wenn sie angreift, mit einem Heavy-Schlag gegenhauen. Oh shit. Die macht mit dem ersten Schlag mehr Schaden als der andere. Aber diesmal? Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind. Wie wär's mit einer Revanche? Hey, nur einen Moment. Komm gleich wieder. Okay. Sei nur vorsichtig hier. Weil, weißt schon, gebrochene Beine. Die nicht killen, was ist denn da los? Die aus dem Gespräch raus. Ich mach die jetzt. Komm, ich mach die jetzt platt. Geht nicht. Schade. Okay, das heißt, ich muss da rein. Weil ich werde die niemals platt machen können. Außer ich gehe jetzt voll auf Arme und so. Aber ich muss ja nur den einen killen. Das heißt, ich schalte hier erstmal die alle aus. Also nicht tödlich, natürlich. Ich meine, ich bin ja drin. Habe ja auch gekämpft. Muss nun mal gerade aufs Klo, ja? Für junge Damen und so. Oh, dann ist meine Fähigkeit nicht stark genug. War ja zu erwarten. Aber es muss doch noch einen anderen Weg da reingeben.
Okay, da käme ich rein, aber da wird mich direkt einer sehen. Das ist natürlich kacke. Da ich auch nicht hacken kann. Ob ich ihn schnell genug ausschalten kann, dass es keiner merkt? Gerne eine Münze werfen. Wie in Spielen, die das unterstützen. Oder einen Stein. Oh, dass mir hier die Dings fehlt, ist ein bisschen ärgerlich. Komme ich denn hier rein? Hier kann ich mich also auch von draußen reinschleichen, wenn ich nicht reingekommen wäre. Boah, ist das ärgerlich. Scheiße, hab ich grad. Er hat mich nicht gesehen? Ist das dein Ernst? Er hat mich nicht gesehen! Ja gut, jetzt... Oh. Jetzt hänge ich so auf Toilette. Aber der hat mich nicht gesehen. Ach so, das war der Spiegel. Ich dachte gerade, was sind das? Ja toll, aber hier ist nichts. Also eben ist er doch kurz hier, hat er sich bewegt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Lol, die haben mich platt gemacht. Die haben mich einfach platt gemacht. Also ich finde es ja eher komisch, dass die meine Klingen blocken kann. Die müssten durch den Block schneiden. Ich meine, die kann doch nicht mit ihren Armen blocken. Meine Klingen, was ist das denn? Alter, wie viel Schaden tanken die? Alter, selbst mit meinem Mantis-Klingen mache ich hier keinen Schaden. Was ist das denn für eine? Oder war das der Schaden, den ich durch ihren Block gemacht habe? Also da habe ich ja fast im Kampf, also im Faustkampf, besser gegen die agiert.
Wie habe ich das denn eben gemacht, dass ich da reinlaufen konnte, ohne dass die mich gesehen haben? Verfolgen mich echt hier über die ganze... Deine Buschetta gehört mir! Der war ja easy zu killen. Oh, Rhino. Aber wo habe ich denn da den zweiten Schaden bekommen? Das verstehe ich nicht. Ich muss den Typ ausschalten. Also der soll nochmal, als ich hier reingelaufen bin, ne? Hat das ja geklappt, dass der hier sich bewegt hat. Und dabei im Zurückgehen hätte ich ihn packen können. Was zum Henker geht hier ab? Aber jetzt bewegt er sich nicht mehr von der Stelle. So, ich glaube, ich habe einen Auftrag erledigt. Schon wieder Saburo. So, was haben wir denn hier? Also ich sollte ja den Typ killen. Du da. Ja, du, rede mit dir. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Pappige Soja-Chips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Das kennen wir schon. Das haben wir schon mal gesehen. Also jetzt muss ich ja nicht mehr mit den Animals reden. Ich habe ja meinen Auftrag erfüllt. Oder ist das jetzt ein neuer Auftrag? Also den zu killen habe ich ja jetzt erfüllt. Ich habe gehört, Logan Garcia klopft gerade an die Himmelspforte. Die Kundin und ich sind sehr zufrieden. Deine Bezahlung ist unterwegs. Auftrag erledigt. Aber ich habe hier noch einen anderen. Gut, das ist halt genauso Faustkampf. Ist auch derselbe Quest tatsächlich. Hier ist nochmal Sabotage. Aber wir räumen hier langsam echt auf in der City. Machen wir erstmal zu... Ja gut, dann machen wir den, der ist direkt hier. Kann ich so hinlaufen. Aber der wird halt, ist halt schwierig. Oh, ich kann noch mal Müll verkaufen. Sehr gut. Na gut, so viel habe ich jetzt nicht. Aber Müll verkaufen. So, was ist denn meine Aufgabe hier? Jo, wie steht's so? Wenn du Zeit hast. Ich habe Arbeit für dich. Klasse. Dann hau mal raus. Du musst in ein Konzerngebiet einbrechen und eine Wanze platzieren. Infos anbei. Oh, das heißt, dass ich muss sneaky vorgehen. Genau. Ihm war schon immer ein Weichei und das wird er immer sein.
Oh, ich muss hier gar nicht hin. Wie? Die einzig wahre. Bist du Ted? Nenn mich Teddy. Komm rein, ich erkläre alles. Na gut, Teddy. Wie ist die Lage? Siehst du die Garage da links? Gehört Kendashi. Hab nen Tipp, dass da ganz spezielle Ware drin ist. Speziell? Für die Sixth Street Gang. Und was willst du von mir? Du gehst rein und befestigst diesen Peilsender unterm Laster. Vorsicht vor Überwachungskameras. Kinderspiel. Dank dir werde ich berühmt werden wie Ted, der Krieger der Wahrheit. Weißt du, wie die Security da aussieht? Ah, du gefällst mir. Du willst Details? Teddy hat sie. Also, zwei Kameras, fünf Wachen und nochmal drei hinten drin. Du siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Aber hey, ich verstehe das. Wird nicht einfach. Halt dich bloß von den Kameras fern, okay? Okay, also ich kümmere mich drum. Na gut, Scheiße. Teddy, dann mal an die Arbeit. Gut, zieh einfach deine Ninja-Nummer ab und lass dich nicht filmen. Die Kamera liebt mich, nicht dich. Du hörst von mir. Ich bin erstmal unauffällig rum, muss da rein. Ich kann die Kameras leider so nicht ausschalten. Also ich komme ohne Probleme aufs Dach. Ja, ich habe überhaupt nichts mehr zum Hacken, deswegen kann ich mich auch nirgendwo mit mehr verlinken. Weil ich gehe halt komplett ohne Hacking. So, wie komme ich denn da rein? Es wäre so easy, wenn ich die Kameras... Wenn ich es noch hacken könnte. Also wir machen es uns ungemein schwer, da ich das Hacken mit rausgenommen habe. Vielleicht habe ich Glück und kann hier die Kameras ausmachen. Ho! Gott sei Dank. Muss ich hier echt auf Geschwindigkeit gehen, um schnell genug durchhuschen zu können, bis die Alarm schlagen. Das auffällt, wenn hier einfach Zeug fehlt. Hat irgendwer von denen gekillt. Vielleicht hätte ich den Typen nicht ausschalten sollen. Oder sie. Also sie sind ja nicht tödlich. Sondern nur ohnmächtig, sind schlafen gegangen. Aber ist doch eigentlich auffällig, oder nicht? Das wird ein guter Tag. Gut, die Kameras sind ja jetzt aus, jetzt muss ich aber trotzdem wieder rauskommen. Komme ich vielleicht... Okay, ich komme nicht über den Zaun.
Okay. Geschafft. Prima Arbeit. Ted wird diesen Kendashi-Wichsern so richtig das Leben zuscheißen. Jedenfalls Respekt für einen perfekt durchgeführten Auftrag. Job erledigt. Ed ist unterwegs. Perfekt ausgeführt. Seht ihr, Leute? Es geht auch. Alter, meine Street Credibility ist echt ziemlich hoch mittlerweile. So, dann machen wir jetzt den. Wir haben es bald geschafft, Leute. Ich glaube auch nicht, dass so langsam dürften noch keine neuen mehr auftauchen. So. Dein Herr? Was war das? Was war das? Also ich muss sagen, der andere, der Outlander-Wagen, der lässt sich extrem viel angenehmer steuern. Wie kann denn so schnell da eine Verbrechungsmeldung kommen, bitte? Das ist ja unrealistisch. Hey, wie läuft's denn, Nancy? Schläfst du genug? Ich nicht. Ich habe nämlich Eddies zu verdienen. Also hör zu. Eine von meinen Leuten, Juliet, sollte mir ein paar wichtige Daten besorgen. Aber sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Finde heraus, was passiert ist, okay? Und vergiss die Daten nicht. Details anbei. Easy. Ich werde doch herausfinden, was mit ihr passiert ist. Ihre Blutwerte. Okay, sie scheint psychologische Probleme zu haben. Wenn ich alles gelernt habe... Dann, dass man seine Wertsachen am besten in einem Safe versteckt. Da ist ein Reader. Irgendwo muss ein Zugangssplitter sein. Ah, interessant. Ein Safe hinterm Gemälde? Irgendwie abgedroschen. Aber hey, wenigstens kann man als Söldner gleich noch was lernen. Frag mich eher, wie es auf dem Boden gelandet ist. Juliet war wohl in Eile. Ja, hier ist was Abgedrehtes passiert, wie... Das habe ich mir schon gedacht. Kamera? Aha, das ist also der Keller. Da ist auch wer im Keller. Wer ist denn das? Also da ist auf jeden Fall eine Person im Keller. Ich schalte die Kamera mal aus. Ja, so kann man die Nachrichten noch nicht lesen. Aber cool, dass man es so klicken kann. Also in den Nachrichten steht bestimmt auch Information. Das gefällt mir immer weniger hier. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht kriegt sie eine Cyberpsychose. Also ich meine, da stand bestimmt in Text, den ich nicht gelesen habe, drin. Warte...
da hier noch irgendwas, was ich scannen soll? Wir gehen zuerst nach oben, bevor wir nach unten gehen. Hier ist feindlicher Bereich. Was für ein Chaos. Und es stinkt. Sonst sieht es aber kaum aus wie eine Söldnerbude. Na, hier haben wir tatsächlich noch Infos. Hm? Fast komplett verbraucht. Sowas hat man nicht einfach im Erste-Hilfe-Kasten. Ja, die scheint ein paar Probleme zu haben. Oh, Scheiße. Da hat sich jemand ziemlich wehgetan. Spuren eines Kampfes. Könnte man so sagen. Wir sind Detektive. Oh, das Tagebuch. Hier, respektiere meine Privatsphäre. Und ich lese es natürlich nicht. Obwohl alle Lösungen da drin standen. Es stand alles da drin. Hundertprozentig. Ich weiß ganz genau, Dino wird jetzt auch in die Kommentare schreiben. Ja, stand alles da drin. Hättest du mal gelesen, dann wüsstest du, was du jetzt machen solltest. Anstatt hier einfach alles zu durchlooten, ohne jetzt in den Keller zu gehen. Warum das hier feindlicher Bereich ist, verstehe ich halt nicht, wenn das hier unten keiner ist. Ich habe immer noch nicht die Zugangskarte gefunden. Oh. Kann ich meinen Crit erhöhen? Also ich will sie natürlich nicht killen, ne? Ich versuche sie... ja, zu würgen, bis sie ohnmächtig ist. Das ist der Weg. Tut weh! Dornen im Schädel! Du warst das, Juliet! Das Gift! Oh, oh. Okay, ich kann sie nicht packen. Ich kann sie leider nicht würgen. Aber ich kann mich hier immer so ein bisschen mitbewegen, glaube ich. Freunde, können mich nicht hier lassen. Muss weg. Ist die Parade schon. Das ist Juliet. Okay, wer ist das? Freunde, können mich nicht hier lassen. Rose. Muss weg. Läuft die Parade schon. Haben denselben Nachnamen. Ich habe immer noch nicht den Chip gefunden. Scheiße, wo ist denn der Splitter? Also ich will sie nicht killen. Tut weh! Dornen im Schädel! Du warst das, Juliet! Das Gift! Oh, oh. Also ich glaube, ich muss sie killen.
Ich kann den Safe leider nicht öffnen, weil ich den Splitter nicht gefunden habe. Sie ist aber gesucht. Tatsächlich. Also ich könnte sie ausschalten, weil sie gesucht ist. Das würde mir Belohnung bringen. Sie lebt aber, glaube ich, noch. Oh, sie wurde blockiert. Die Arme. Jetzt habe ich aber immer noch nicht den Splitter gefunden. Wo könnte der denn sein? Jetzt kann ich's doch nehmen. Man kann nicht immer Pech haben. Ich dachte, ich muss einen Splitter finden, um den Safe zu öffnen. Was ist das denn? Aber man kann nicht immer, was hat die gesagt? Recht haben? Pech haben? Das heißt, ich hätte sie eigentlich auch am Leben lassen können. Aber sie war eine Gesuchte. Nun gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich drücke F. Geht doch. Was mit Juliet passiert ist. Scheiße. Sie hat mir erwähnt, dass sie eine Schwester hat. Echt traurig. Danke für die Daten, Vi. Der Auftrag ist erledigt und ich. Ich melde mich. Also bis dann. Ciao! Oh, warte. Ja, ich überlege, ob ich ein bisschen mehr hier in Stärke noch gehen soll. Was würde das denn bringen, wenn ich den Nahkampfschaden erhöhen, wenn ich noch einen reinmache? Also ich würde dann, glaube ich, bis auf 10 gehen, weil ich keine unrunden Summen mag. Das heißt, ich könnte den Nahkampfschaden erhöhen. Ausweichen verbraucht keine Ausdauer mehr. Das wäre vielleicht auch ziemlich praktisch, aber dann müsste ich auf 11 gehen. Das heißt, ich würde bis auf 12 gehen. Gut, das würde ich dann auch mitnehmen. Ja komm, wir hauen hier noch mal ein paar Werte rein. So, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.